Wenn ich sehe, was möglich ist, ich will den Shopnamen nicht nennen, aber derjenige weiß, wer gemeint ist. 112.000 Euro am Tag, easy peasy. Sowas gibt es tatsächlich und sowas ist machbar. Also ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man richtig kalkulieren kann, dass man auch guckt, welche Produkte rentieren sich, welche haben eine hohe Nachfrage. Warum wir Geld für eine Großhändlervermittlung nehmen, ich sage es dir, das funktioniert. Die arbeiten auf Stundenbasis und eine gute Sourcing-Agentur verlangt ungefähr 90 Euro die Stunde. So, jetzt kannst du natürlich Glück haben und innerhalb von 10 Stunden einen geilen Großhändler kriegen, aber es kann auch mal 30, 40 Stunden dauern. Nicht umsonst sind viele Leute sehr groß damit geworden und ich finde, ja, der Handel, der hört nie auf. Es wird immer mehr produziert, es kaufen immer mehr Leute ein und ich denke mal, das wird auch zukünftig so sein und deswegen schätze ich das immer noch sehr gut ein. Ich kann nur sagen, wenn man Angst hat, am Anfang zu starten, sei es die Gewerbeanmeldung, was auch immer, einfach mal ausprobieren. Es kann nicht viel passieren. Ich weiß nicht, Gewerbeanmeldung, 50 Euro hat das gekostet. So viel, bis 20 Euro bei uns. 20 Euro, aber du musstest noch Führungszeugnis, Gewerberegisterauszug, das ist halt noch alles, was dazukommt. Aber probiert es einfach aus, testet euch aus. Und je mehr Videos ihr guckt, desto mehr Erkenntnisse habt ihr und desto einfacher wird das dann auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem PSA Marketing YouTube Channel. Heute bin ich nicht alleine, wie man unschwer erkennen kann, sondern mit zwei spannenden Menschen. Am besten stellt ihr beide euch erst einmal vor. Hi, ich bin Alex, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Bottrop und ich mache Amazon-Arbitrage, oder Online-Arbitrage besser gesagt. Hallo, ich bin Lea, ich bin 24 Jahre alt, komme auch aus Bottrop und ja, wir machen jetzt seit 12 Monaten Amazon. Es gibt ja zwei verschiedene Amazon-Versionen bzw. Herangehensweise. Die erste ist Amazon Private Label, die zweite ist Arbitrage, Vertrieb von Handelsware. Warum Handelsware? Wie seid ihr auf Handelsware gekommen und warum kein Private Label? So wie es 90% der Händler da draußen auch tun. Ja, so am Anfang haben wir uns ein bisschen umgeguckt, haben ein paar Videos angeguckt. Da war auch ja, sehr viel Private Label dabei, weil es natürlich auch den Markt so dominiert. Und wir haben dann aber weitergeguckt, haben erstmal mit Online-Deals angefangen und dann uns immer weiter ja, was angeguckt und dann auch ein paar Großhändler ja, angeguckt und auch angeschrieben. Genau, und dann sind wir immer so weitergelaufen. Vor allen Dingen auch, was ich sehr gut finde an Online-Arbitrage, dass man halt risikominimiert arbeiten kann. Das heißt, man muss sich jetzt kein Produkt aussuchen, man muss nicht mit Herstellern in China sich connecten, die Qualität zu prüfen, dann muss man ein Listing erstellen, man muss Werbung dazu schalten. Und das sind halt alles Punkte, die man beachten muss, die auch Kosten erzeugen, wo man dann am Ende des Tages gar nicht weiß, okay, funktioniert das jetzt so wirklich? Und bei Handelsware hat man halt Produkte, die sowieso jeder haben möchte. Und deswegen ist es dann ein einfacher Einstieg in das Geschäft an sich. Cool. Macht das euch Spaß aktuell? Oder würdet ihr sagen, nö? Doch, es macht sehr viel Spaß aktuell. Also ich glaube, jetzt so mittlerweile sind wir richtig gutes Team geworden da drin auch. Und dadurch, dass man immer mehr Umsatz und immer mehr Produkte verkauft, es ist halt immer besser, ne? Also es macht immer mehr Spaß. Zu zweit ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Zu dritt eher weniger, weil der erste möchte das, der zweite möchte das, der dritte möchte das. Zu zweit kann man sich noch viel besser einigen. Deswegen zu zweit ist immer eine gute Kombi. Da gibt es einige sehr gute Beispiele, die zu zweit sehr weit geschafft haben. Auch als Pärchen haben wir auch einige und dazu kommen noch zahlreiche Interviews. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Erzähl mal ein bisschen was von euch selbst. So, fangen wir mit dir an. Was machst du so? Was ist dein Background? Also ich habe schon relativ früh angefangen, mit 16 zu arbeiten, immer nebenbei was gemacht und dann hatte ich ein Studium gemacht im Bereich Medizintechnik und bin jetzt seit Februar im Sales beim Softwareunternehmen und ja, so nebenbei halt noch mit Amazon, genau. Cool, guter Background. Software läuft übrigens auf Amazon auch sehr, sehr gut. Man muss da nur aufpassen, wenn man mit einem Lieferanten zusammenarbeitet. Dann muss dieser Lieferant ein LOA haben, Letter of Authorization, zum Beispiel von Microsoft. Aber Software zum Beispiel auf Amazon ist äußerst, äußerst interessant. Cooler Background. Und hast du auch kaufmännische Sachen miterleben dürfen bei dir auf der Arbeit oder absolut gar nicht? Eigentlich kaum. Ich hatte in meinem Studium ein halbes Jahr BWL und ja, da hat man nicht so viel mitnehmen können, aber ja, dafür hast du ja mehr kaufmännische Erfahrung. Ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement gemacht und habe da vorher auch ein Fachabi, einen kaufmännischen Assistenten gemacht. Das heißt, ich hatte schon sehr viele Berührungspunkte mit der Wirtschaft. Das hat mich schon immer sehr interessiert, wie diese ganzen Zusammenhänge sind. Und deswegen ist das Geschäftsmodell auch eigentlich ideal für mich, weil mir das auch sehr Spaß macht. Und, ja, erst einmal geiler Hintergrund, ja, Background mit kaufmännischer Ausbildung. Du hast auch BWL. Berührungspunkte gehabt, finde ich sehr, sehr cool. Was würdet ihr jemandem raten,
der von null startet. Was sind so die wichtigsten Basics, die man unbedingt in diesem Amazon-Business haben muss, mitbringen muss, um überhaupt erstmal erfolgreich reinzukommen? Weil ihr seid ja erfolgreich reingekommen. Also ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man richtig kalkulieren kann, dass man auch guckt, welche Produkte rentieren sich, welche haben eine hohe Nachfrage. Und am besten sind da ja auch so Verbrauchsgüter, die immer wieder bestellt werden. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das ist überhaupt kein Fehler. Das ist sehr gut für die Basis, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, Alex? Ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte sich langsam rantesten. Man sollte jetzt nicht direkt sein ganzes Kapital in irgendein Produkt investieren. Man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man jedes Produkt am Anfang verkaufen kann. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, dass man jetzt nicht einfach so nach Mediamarkt geht und sich irgendwelche, keine Ahnung, Nikon-Kameras kauft. Dann sieht man, oh, ich kann die gar nicht verkaufen. Das heißt, am Anfang ist man sehr eingeschränkt in dem, was man kaufen kann. Das heißt, erstmal abklopfen, was kann ich überhaupt verkaufen, was nicht. Und dann auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ein Tool, wenn ich das so nennen kann, entweder Seller AMP oder Buybot Pro, sind so die beliebtesten Programme, sage ich mal, wo du sehr einfach kalkulieren kannst. Natürlich, wenn man am Anfang noch Kosten sparen möchte, kann man auch einfach den Amazon-Einnahmenrechner benutzen. Das funktioniert natürlich auch super. Das hast du ja auch immer gesagt, nimm doch einfach den. Ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich dem bewusst ist, mache ich Plus oder nicht und kann ich die Marke verkaufen. Also für den Anfang ist das auf jeden Fall sehr wertvoll, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt 1.000 Euro in was investiert, was man nicht verkaufen kann. Ich muss zugeben, ich hatte das andauernd, dass ich auf einer Messe war, heiß war und dann diese Ware gesehen habe, zum Beispiel Saftpresser, werde ich niemals vergessen. 28 Euro im Einkauf ohne verhandeln, auf Amazon kostet das gleiche Euro 70. Alle Alarmglocken gehen an und was passiert am Ende des Tages, ich darf das nicht verkaufen. Gott sei Dank bin ich auf eBay, viele Grüße an Max Steyer. Aber ja, ich konnte das dann über eBay irgendwie mit Ach und Krach weiterverkaufen, aber das war ein sehr guter Punkt. Gibt es noch etwas, was du vielleicht ergänzen wollen würdest, dass du sagst, hey, pass auf, Kalkulation ist sehr wichtig, Produktfindung ist sehr wichtig. Irgendein Tipp für jemanden, der jetzt komplett neu ist und der einfach Angst hat zu starten. Ich meinte, die Angst habt ihr wahrscheinlich auch mega gehabt, würde ich mal sagen. Also hat endlich jeder, genauso ich selbst auch. Ich habe damals mit eBay angefangen und das lief dann sehr gut und irgendwann habe ich dann diesen Step gewagt. Also was würdest du einem Menschen sagen, der sagt, ich will eigentlich starten, habe aber Angst? Ich hatte auf jeden Fall die Angst anzufangen. Allein die Gewerbeanmeldung, das hat mich ein, zwei Monate gekostet, weil was schreibst du rein? Jeder kennt es, der das vielleicht schon mal runtergeladen hat und geguckt hat, okay, was trage ich da ein überhaupt? Es gibt auch ein paar Videos, wo man das alles nachgucken kann. Das heißt, es ist eigentlich nicht so schwer. Man muss einfach nur diesen Step wirklich machen. Man weiß immer den Step, den man als nächstes machen muss. Und eigentlich darauf sollte man sich fokussieren. Also wenn man jetzt ganz am Anfang steht und sagt, boah, ich traue mich nicht, dann einfach erstmal die Gewerbeanmeldung machen. Dann kommt wieder der nächste Step. Okay, ich mache mir jetzt einen Amazon-Account. Also einfach Step für Step denken und nicht, ach, wo kriege ich ein Lager her? Das ist alles noch viel zu weit. Einfach so Step für Step die Punkte abarbeiten, die vor einem liegen. Und dann kommt man eigentlich sehr schnell rein, weil es ist eigentlich relativ einfach. Hast du richtig gesagt, sehr gut gesagt. Was würdest du sagen, Lea? Jemanden, dir selber vor einem Jahr, was würdest du dir selber raten, wenn du sagst, ich will starten, habe aber Angst vor dem ersten Schritt? Oder würdest du jemandem überhaupt irgendwas raten? Oder würdest du einfach sagen, mach alles Freestyle? Also ich würde jetzt nicht sagen, mach alles Freestyle. Ich bin schon jemand, der mit einem Plan an eine Sache dran geht. Und ich finde, also man sollte sich am Anfang selber auch ausprobieren und ein bisschen selber was versuchen. Aber wenn man wirklich gar nicht mehr vorankommt, vielleicht hilft es auch jemanden zu fragen, der schon professionell sich mit dem Thema auskennt, zum Beispiel einen Coach, und sich von dem beraten lässt, wie denn der nächste Schritt aussehen soll. Oder zum Beispiel auch, um die passenden Großhändler oder die passenden Produkte zu finden, hilft es auch enorm, dann so jemanden zu fragen. Also ich muss ehrlich eingestehen, desto älter ich werde, desto mehr merke ich brauche von sehr vielen Menschen Hilfe. Ich habe auch Mentoren, ich habe auch Freunde in dem Business und alle sind stärker als ich. Also das heißt, ich bin bei weitem nicht der Beste auf dem Markt, sondern ich bin jeden Tag am Lernen. Und wenn ich sehe, was möglich ist, ich will den Shopnamen nicht nennen, aber derjenige weiß, wer gemeint ist, 112.000 Euro am Tag, easy peasy. Sowas gibt es tatsächlich und sowas ist machbar. Aber wenn man natürlich ein Umfeld hat, der dir sagt, hey, du musst einfach nur arbeiten gehen und weiß ich nicht, 1.500 Euro bei Netto in der Kasse, super, dann glaubt man irgendwann dran. Wenn ich dir 30 Mal das Gleiche erzähle, dann glaubst du mir vielleicht, aber genau so ist es nicht. Hattet ihr Menschen in eurem Umfeld, die euch unterstützt haben, die gesagt haben, hey Alex, Lea, cool, machen? Oder habt ihr eher gesagt, vielleicht solltet ihr das lieber nicht machen, ganz normal der Arbeit nachgehen?
Also es gibt solche und solche, ne? Okay. Also am Anfang ist es halt immer etwas Neues, da sind ja eh erstmal alle skeptisch. Und das kommt dann erstmal mit der Zeit, wenn sich das entwickelt, wenn man merkt, okay, die brennen auch wirklich dafür, weil viele sagen ja immer, ich fange zum Beispiel mit Fitness an, Ja. okay, und dann nach 5, 6 Monaten ist es wieder vorbei. Aber im Grunde genommen haben wir uns eigentlich immer gegenseitig sehr unterstützt. Und ja, unsere Eltern waren eigentlich auch immer dafür. Ansonsten waren eigentlich, gab es eigentlich kaum, eigentlich fanden das alle cool, weil sehr viel über Amazon geredet wird und so, ach cool, hört sich ja richtig gut an, viel Erfolg. Also ich habe eigentlich nicht so viele negative Erfahrungen damit gemacht, muss ich sagen. Dann hast du aber sehr gute Erfahrungen gesammelt, weil die meisten, also ich selber, meine Mutter hat immer gesagt, Onlinehandel, ich weiß nicht. Und immer so diese Selbstständigkeit, also die war da immer so, verstehst du, klassische Schule, ist ja auch nichts Verwerfliches, verstehe ich. Aber cool, cooles Umfeld. Wie war es bei dir? Hattest du Kritiker in deinem eigenen Umfeld, Freunde vielleicht, die gesagt haben, du, Lea, nimm mal Abstand, das ist nichts Gutes? Oder hattest du nur Leute, hey, cool, machen, geil, Power? Also bei mir war es schon eher so geteilt. Also meine Eltern sind jetzt, glaube ich, schon mittlerweile ein bisschen mehr dabei. Am Anfang waren sie ein bisschen skeptisch und haben es auch noch nicht so ganz verstanden. Aber mittlerweile ist meine Mom auch immer dabei und fragt dann immer, und wie läuft der Cashflow? Und dann ist es immer ganz süß, wenn sie ja auch so dahinter steht und mittlerweile auch sich dafür interessiert. Und ja, auch von den Freunden war es geteilter Meinung, aber schon die meisten Freunde haben sich dann schon sehr dafür interessiert und ja, wenn die dann interessante Produkte finden, schicken die mir die immer und sagen, oh, guck mal, das hat ganz, ganz viele Sales und guck mal, ob du da was findest. Also schon sehr, sehr gut. Wie ist denn euer Umfeld generell? Habt ihr eher Umfeld mit Selbstständigen oder habt ihr eher ein Umfeld mit ja, ganz normalen Personen, die jetzt vielleicht nicht selbstständig sind? Ich würde sagen, eher ganz normal. Also jetzt nicht so unternehmerisch angehaucht. Ja, so teils, teils. Also wir haben schon Freunde, die sich schon mit der Selbstständigkeit beschäftigt haben, aber natürlich auch einige, die wir schon früher kannten, die sich jetzt noch nicht mit der Selbstständigkeit beschäftigt haben, aber zum Beispiel auch deren Eltern schon in die Selbstständigkeit eingestiegen sind. Und ja, da kann man natürlich auch immer einiges noch lernen. Ist natürlich eine sehr, sehr gute Hilfe, wenn deine Eltern bereits schon selbstständig sind. Dann kannst du eigentlich nur reinwachsen. Bei mir war es immer das Gegenteil. Immer auf Englisch the opposite. Immer normal arbeiten gehen, wenn überhaupt. Oder halt den härtesten Weg, genau, muss man in der heutigen Zeit nicht, weil jetzt blühe ich erst richtig auf, also mit dem Amazon-Business. Und ich habe auch gar nicht gedacht, dass es dreimal, viermal, fünfmal größer geht mit dem gleichen Zeitaufwand. Das war mir nie bewusst, ehrlich gesagt. Jetzt erst begreife ich, wow, also 500.000 im Monat kann man machen, auch wenn man einen zweiten Job nachgeht und noch hier links und rechts noch Menschen beratet. Da ist noch viel, viel mehr. Das heißt, alle drei hier in der Runde haben noch viel, viel mehr Potenzial. Und das Coole ist, wir machen dieses Video jetzt einmal für euch und nochmal in einem Jahr, denn bei euch hat sich auch heute wieder was getan. Deswegen ist meine Frage, kann man von zu Hause arbeiten? Arbeitet ihr von zu Hause? Und wann ist der Step mit dem Lager? Auf jeden Fall kann man von zu Hause arbeiten. Das finde ich sogar mit am schönsten an dem Amazon FBA Business, weil du kannst dir das ja aufteilen. Du kannst es aufteilen, indem du es selber verschickst, also zum Beispiel ein Lager hast oder zu Hause die Produkte selber lagerst und dann von zu Hause aus verschickst. Oder du schickst halt die ganze Ware nach Amazon und Amazon übernimmt für dich den Prozess. Das heißt, es ist halt sehr anfängerfreundlich. Das heißt, du bekommst die Ware, du etikettierst die und schickst sie nach Amazon. Das ist halt sehr simpel. Du musst sie dann nicht zum Kunden selber rausschicken. Du musst dich nicht um die Retouren kümmern. Und das finde ich eigentlich mit am schönsten an dem Geschäft. Das stimmt. Coole Ansicht, also, dass du jetzt sagst, von zu Hause macht es dir besonders Spaß. Ehrlich gesagt, ich liebe es, im Büro zu arbeiten. Wie siehst du das, Lea? Von zu Hause arbeiten kann man? Kann man natürlich, aber was ist so deine Erfahrung aktuell mit von zu Hause arbeiten? Und vor allem, wann kommt der Step mit dem Lager? Ja, also ich finde es von zu Hause, ist es ganz in Ordnung für den Anfang, aber irgendwann muss man die nächsten Schritte gehen und das machen wir jetzt auch. Wir haben ein Lager besichtigt und ja, das bekommen wir auch hoffentlich und dann können wir auf jeden Fall einen Schritt weitergehen, ein bisschen mehr einkaufen und auch diese Lagerung ist dann einfacher, man kann es verschicken und ja, es ist schon viel entspannter, wenn man dann noch ein Lager hat und Büro. Du hast halt viel, viel mehr Potenzial, was du machen und umsetzen kannst. Und ich kenne einige Leute mit, weiß ich nicht, 50, 40 Quadratmeter Lager. Die sind sehr, sehr weit. Das heißt, auch aus einem kleinen Lager kann man eine Blume draus machen. Und man kann sehr viel
Ja, sich entfalten, weil zu Hause, ich kann das nicht. Also ich kann nicht zu Hause lange arbeiten, ich kann mich nicht auf etwas fokussieren, aber auf der Arbeit habe ich keine Option. Also ich meine, wenn ich hier sitze, hier mit meinem Laptop, was soll ich denn sonst machen? Also hier ist nichts, ja, außer ein Umfeld, die noch stärker sind als ich selber und die noch mehr vom Leben wollen. Deswegen, also ich finde, auf der Arbeit oder im Lager, auf der eigenen Arbeit, kannst du viel, viel mehr Gas geben. Cool, coole Ansicht. Wie habt ihr das vorher mit der Ware gemacht? Alles über Amazon FBA versendet oder über Amazon FBM? Und was ist so die nächsten Steps? Was sind so die nächsten Steps? Du lachst schon. Also wir haben wirklich am Anfang nur Amazon FBA gemacht, weil es halt einfach simpel ist. Du musst nicht so viel beachten. Wir hatten damals auch noch gar kein Geschäftskonto. Wir wollten eigentlich ein bisschen überfordert, sag ich mal so. Also es war ein bisschen, um es simpler zu halten, einfach alles nach Amazon zu schicken. Jetzt ist uns halt aufgefallen, dass es halt, also irgendwie sind da auch noch mehr Sales drin bei FBM, oder? Was sagst du dazu? Also es lohnt sich bei manchen Produkten natürlich viel mehr, dann auch FBM zu machen. Da ist der Versand dann doch irgendwie günstiger und du kannst selber bestimmen, wann es verschickt wird. Und gerade jetzt in der Winterzeit, da ist ja DHL nicht mehr so schnell hinterher mit den ganzen Paketen, dann ist es vielleicht einfacher, es selber zu verschicken, damit der Kunde auch das Produkt schneller bekommt und es nicht so ewig im Lager eingescannt wird bei Amazon. Stimmt. Natürlich, der beste Vorteil an Amazon FBM ist natürlich, dass du die ganzen Waren überhaupt nicht nach Amazon schicken musst. Also ich habe das ja jetzt ein Jahr gemacht und dann kriege ich Ware rein, ich stelle die sofort danach, sage ich, okay, ich habe davon jetzt 50 auf Lager und dann kann es losgehen. Ja. Weil sonst musst du erst etikettieren, dann wird es nach Amazon geschickt und dann dauert das immer so circa eine Woche, bis es dann eingebucht ist. Und dann kann sich so viel verändern, dann können sich die Preise verändern, es können mehr Seller drauf sein. Also es ist ein ganz anderer Einfluss darauf. Und du kannst halt das auf mehreren Plattformen gleichzeitig verschicken, weil so ist es dann auf dieses Listing gebunden. Und wenn ich dann es auf einer anderen Listing verkaufen will oder auf einer anderen Plattform, muss ich es wieder retournieren. Das kostet ja auch wieder Geld. Ist ja nicht so. Zeit und Geld ist ja nicht, dass es umsonst ist. Ich hatte mal den Fall, da wollte ich 10 Produkte zurückschicken und die kamen dann aus 6 Lagern und dann hatte ich auch einmal Versandkosten von 20 Euro und dann dachte ich mir so, das hätte alles in ein Paket gepasst. Aber es war aus verschiedenen Lagern und deswegen 5-mal verschickt, 5-mal Versandkosten. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, ihr habt absolut recht. Ich habe das Gleiche mit einem Adventskalender von Retools. Der wird jetzt gerade, könnt ihr übrigens, gut, die Leute, die das Video sehen, das ist viel zu spät, aber ihr beide könnt das auf jeden Fall noch. Gerade gibt es eine Aktion bei Douglas auf alles 20%. Und da die komplette Adventskalenderreihe. Ja, Douglas 51 Euro brutto, Amazon Verkaufspreis 120 Euro. Also ungelogen, das heißt, jetzt gerade ist eine goldene Zeit für genau das, was du, Alex, gesagt hast. Bester Zeitpunkt überhaupt, weil wenn du jetzt einen Adventskalender nimmst und die Ware braucht 3 Wochen, warum zum Teufel solltest du jetzt 3 Wochen warten? Also bei aller Freundschaft, das macht gar keinen Sinn. Sondern du kaufst, verkaufst, machst das Doppelte an Geld oder zumindest mal, weiß ich nicht, 20% Marge ohne Probleme bei diesen Kalendern, sogar jetzt aktuell viel mehr, aber ist ja egal. Und was machst du dann mit dem Geld? Du kannst es reinvestieren. Du kaufst anstatt 1, 1,5 und dann geht es immer so weiter. Und aus diesem Grund, ich liebe Amazon FBM und deswegen sage ich, ohne ein Lager ist die Konkurrenz euch auf jeden Fall 100%ig einen Schritt voraus, weil die können das anwenden. Und ich bin auch ehrlich, auch von zu Hause kann man es, wenn man ja einen Abstellraum hat, was auch immer, je nach Wohnung, je nach Hausmöglichkeit, man kann immer. Das heißt, alles andere ist nur eine Ausrede. Wenn du möchtest, kannst du immer, ich meine, du kannst auch noch mehr Gas geben und wirst auf jeden Fall dafür belohnt. Das ist das Geile bei Amazon. Von daher finde ich das sehr, sehr spannend. So, jetzt möchte der Kunde natürlich einen Mehrwert haben. Also, was sind eure Top 2 Fehler, die man unbedingt als ein Händler oder als eine Händlerin zwingend auf Amazon und generell im E-Commerce vermeiden sollte? Also man sollte beim Produkt auf jeden Fall darauf achten, wie die Bewertungen zu dem Produkt sind und auch wie das Listing beschrieben ist, denn manchmal passieren da ein paar Fehler von dem Hersteller und ja, da muss man darauf vorbereitet sein. Und ja, meistens passiert es dann, dass sehr, sehr viel retourniert wird, wenn das Listing nicht gut beschrieben ist oder ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen, um nicht sehr viel Geld dabei zu verlieren. Sehr guter Punkt. Gibt es noch etwas, was du ergänzen wollen würdest oder würdest du sagen, das war erstmal alles? Von deiner Seite aus? Ja, das wäre erstmal alles von meiner Seite aus. Also der Worst Case wäre natürlich, wenn das Produkt also schlechte Bewertung hat, aber hohe Sales und man dementsprechend viele Verkäufe macht, aber die Retourenquote sehr hoch ist. Also im Prinzip eigentlich auf die Retourenquote achten, weil die halt sehr ein Margenkiller sind. Mein Top-Fehler wäre, ich war einmal sehr gierig. Ein Produkt lief mal normal, so 10, 20, 30 Mal am Tag und ich so, ja Mann, ich bestelle das nach.
hier machen wir einen besseren Preis, ich nehme mehr ab. So, war nicht verfügbar. Das ist auch ein Learning eigentlich. Mal aufpassen auf Produkte, die nicht verfügbar sind, in einer hohen Menge zu bestellen, weil es werden natürlich auch andere bestellen. Das ist Folgendes passiert: Es war wieder verfügbar und jeder hatte es verfügbar. Also vorher waren 5, 6 Leute drauf, jetzt sind da 40 Leute drauf. Und der 40 Leute, 40 wie Leute ist das denn drauf, möglich? es sind 40 FBA-Seller drauf. Auch einen, den kennst du auch, der ist ja egal, aber. Das sind immer die üblichen Verdächtigen. Ja. Viele Grüße an Klaas Denker, viele Grüße an WP Commerce, an Daniel Broschstein, DB Shop, viele Grüße. Nachschlager. Nachschlager, ach, und okay. der Preis ist um ja, fast 10 Euro oder 6 Euro gesunken. Und wenn ich das verkaufen würde, würde ich 3 Euro minus pro Produkt machen. Und ich habe davon sehr viele noch übrig. Und gerade ist auch nicht die Zeit, wo das benutzt wird. Deswegen muss ich ein bisschen abwarten und hoffe, dass ich das dann noch. Mach dir keine Sorgen, für alles gibt es einen Käufer. Es gibt auch andere Plattformen, wie zum Beispiel Otto. Aber mir sind auch zahlreiche Fehler passiert. Also ich bin auch ehrlich, das, was wir gerade schon ein bisschen angeschnitten haben, ich war mal auf einer Messe und das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir sogar schon zwei, dreimal passiert. Ich sehe einen Wasserkocher, beim nächsten Mal, der Einkaufspreis ohne zu verhandeln ist bei 18,50 €. Du siehst bei Amazon 44,99 €. Du musst tatsächlich nicht gierig sein, auch wenn ich auch sehr, sehr gierig bin, bin ich auch ehrlich, sondern du musst lieber mal, wenn du auf einer Messe bist, einfach kurz weggehen und wie du schon gesagt hast, mit BuyBot Pro oder mit SellerM mal kontrollieren. Übrigens, wenn du das Video mit SellerM noch nicht gesehen hast, hier oben ist nochmal der Link, kannst du gerne nochmal von A bis Z angucken, wenn du dieses Video hier zu Ende angesehen hast. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, man macht Fehler. Zum Beispiel, du machst zwar eine gute Marge, aber du hast 20 Sales im Monat. Was bringt dir so ein Produkt? Ich liebe solche Produkte, aber dann kauf bitte davon nicht 50, sondern wie du schon gesagt hast, in aller Ruhe, in kleinen Mengen, alles aufgebrüht. Und wenn du merkst, es läuft, die Marge stimmt, die Qualität stimmt, die Retourenquote ist solide, dann erst nachkaufen, sondern nicht direkt Habgier haben und mehr und mehr und mehr wollen. Das ist wirklich ein sehr häufiger Fehler, den ich gemacht habe. Und ansonsten muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe oft eine Chance verpasst. Heißt, ich habe ein Bombenprodukt gekauft, es lief besser, als ich gedacht habe, und irgendwann war es out of stock. Sowas passiert sehr oft bei diversen Postenhändlern. Können wir uns gleich nochmal unterhalten, wenn die Kamera aus ist. Kann ich dir einen guten Impuls geben, was man da machen kann. Aber genau, wenn du bei einem Postenhändler ein tolles Produkt siehst, dann gibt es eine Option. Entweder wirklich das Ganze, ja, wie soll ich das dir sagen, sofort nehmen, wirklich in einer hohen Stückzahl, wenn die Verkaufszahlen auf eBay gut sind, auf Otto gut sind und auf Amazon, oder es nachher nicht bereuen. Ja, weil wenn du es bereust, kannst du es nicht zurückholen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt leider Gottes einige Marktschreier und einige Coaches da draußen. Wir gehören zu der Fraktion Coaching, Beratung, eher Unternehmensberatung. Aber wie habt ihr generell die Zusammenarbeit mit uns gemeinsam empfunden? Also wirklich sehr, sehr gut und sehr professionell beraten. Also wir haben uns am Anfang ja selber versucht, irgendwas zu finden, Großhändler, Kontakte aufzubauen. Und ja, dann kamen wir irgendwann nicht mehr weiter. Und da waren wir sehr froh, dass wir dich dann gefunden haben und auch wirklich ja eine gute Unterstützung von Anfang an direkt hatten und auch noch viele neue Erkenntnisse gewonnen haben, die wir am Anfang gar nicht so entdeckt hätten, wenn wir es alles selber uns beigebracht hätten. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich würde auch jedem empfehlen, erstmal ein bisschen auch YouTube-Videos zu gucken, erstmal selber in die Materie reinzugehen und schon mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln und dann sich ein Coaching zu holen, dass man ein bisschen Grundstruktur, ein bisschen Absolut. Fundament kommt, weil es bringt einem gar nichts, wenn man dann die Zeit mit einfachen Sachen, die man sich selber hätte zusammensuchen müssen, zu Natürlich. verschwenden, sage ich mal. Absolut. Und dann auf dem Fundament, was man sich aufgebaut hat, wenn man merkt, ey, ich komme gar nicht mehr weiter, ich weiß jetzt wirklich nicht weiter, dann den Step zu nehmen, weil du dann einen viel höheren Hebel hast und so viel erfolgreicher wirst. Aber ansonsten war das absolut gar kein Fehler, das Coaching zu machen. Und es hat einfach nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben. Weil man sieht das ja eben alles immer aus seiner eigenen Blase, aus den Videos, die man guckt. Und man weiß dann halt wirklich irgendwann nicht mehr, mache ich jetzt alles richtig, mache ich alles falsch, wie ist der Weg, was mache ich jetzt? Und allein schon das Erstgespräch hat uns ja, da hast du uns ja schon, ja, sage ich mal, schon ein paar Hinweise gegeben, was halt nicht so gut ist, was man hätte schon mal besser machen können. Und dann merkt man halt schon, okay, da ist noch viel Potenzial nach oben. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man sich schon ein bisschen reingefuchst hat, auf jeden Fall dann auch
sich Hilfe zu holen, auf jeden Fall. Was waren so die Berührungspunkte generell zur PSA-Marketing? Wie habt ihr mich überhaupt entdeckt? War es Google, war es YouTube oder war es eine Weiterempfehlung? Ich weiß es ja nicht. Also ich denke mal, jeder, wenn er irgendwas machen möchte, wird er am Anfang YouTube-Videos gucken und da bist du halt sehr präsent. Ich habe halt sehr viele YouTube-Videos geguckt, habe auch dieses damals, wo du nach Saturn gegangen bist und die Sachen verkauft hast für 200 Euro oder ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was genau, das war. Genau, wir haben 200 Euro gemacht, das war mit ihm zusammen, natürlich, das war mit dem Kameramann zusammen. Er wurde auch irgendwann mal angesteckt von diesem ganzen Amazon-Business-Reselling-Modell. Tatsächlich 200 Euro Gewinn in 12 Stunden. Auch das Video, wenn du Lust hast, schaust du gerne mal an nach dem Interview hier, denn vielleicht kriegen wir noch einiges an Mehrwert noch hier raus. Genau, das war ein cooles Video. Also fand ich jetzt eins meiner besten. Ja, dann gibst du halt auch sehr viele Tipps und dann lernt man halt noch und dann irgendwann merkt man, okay, also du überzeugst schon in deinen Videos. Man merkt, dass du schon sehr lange machst, dass du Erfahrungen darin hast und allein das, was wir jetzt auch machen, Leute zu interviewen. Damals war es dann noch NG, wo ich das erste Mal dann auch mal in eine andere Perspektive höre von die Leuten. Die hatte ich eben an der Leitung. Ja, ja. Also das Alex, war Alex, viele Grüße. Okay, das war das erste Interview, wo ich dachte mir, okay, man hat auch mal wirklich jetzt ja, Leute, die das auch mal durchgemacht haben und Erfahrungen gesammelt haben und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt und dann muss man sich einfach nur noch ja, überwinden. Klar, überwinden, Lust haben und wie bereits erwähnt, suche ich mir selber Hilfe. Du hast eben das Thema angesprochen, Großhändler suchen, Großhändler finden. Ich bin auch nicht Jesus Maria, ich bin auch nicht allwissend, ich hole mir auch da professionelle Hilfe. Aber bei der professionellen Hilfe vergessen sehr viele, wie macht man das Ganze? Also ich will jetzt zum Beispiel einen Großhändler suchen für koreanische Beauty-Produkte. Ich kann natürlich alle selber gucken mit Vitamin B, ich kann mich weiterempfehlen lassen und so weiter. Aber das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg, ich engagiere eine professionelle Sourcing-Agentur. Und die wenigsten wissen, wie sowas überhaupt funktioniert und warum wir Geld für eine Großhändlervermittlung nehmen. Ich sage es dir, wie es funktioniert. Die arbeiten auf Stundenbasis. Und eine gute Sourcing-Agentur verlangt ungefähr 90 Euro die Stunde. So, jetzt kannst du natürlich Glück haben und innerhalb von 10 Stunden einen geilen Großhändler kriegen, aber es kann auch mal 30, 40 Stunden dauern. Und das vergessen halt viele. Wie arbeitet grundsätzlich eine Sourcing-Agentur? Denn man kann nicht alles alleine machen. Du hast 24 Stunden, du hast 24 Stunden und ich habe noch weniger Stunden, weil ich halt noch länger schlafe, bevor ich aufstehe. Aus diesem Anlass muss man halt gucken, dass man seine Zeit effizient nutzt. Und aus diesem Grund finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn man sich Hilfe holt. Wir haben jetzt auch den Steuerberater gewechselt zum Beispiel, haben jetzt auch einige mitbekommen. Man muss immer wieder diverse Wechsel im Unternehmen vorleben bzw. vormachen. Denn wenn du immer gleich bleibst, weißt ja, was passiert, entweder die Konkurrenz frisst dich auf oder du lernst nichts Neues dazu und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ja, wir haben ja über das Thema Großhändler jetzt sehr ausführlich gesprochen, auch mit der Sourcing-Agentur. Ihr wisst Bescheid, aus diesem Anlass nimmt man halt Geld für eine Großhändlervermittlung und das ist nicht alles umsonst. Wie habt ihr mit Großhandel generell begonnen? Hattet ihr irgendwelche Stories oder ihr habt ja gesagt, ihr habt erstmal selber versucht. Wie war es da? Ja, also wir haben erstmal im Urlaub haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, welche Produkte sind interessant, welche Großhändler könnten wir anfragen. Da haben wir aber die Definition von Großhändler noch nicht so wirklich verstanden, okay. Haben wirklich die Hersteller direkt angeschrieben. Also wir haben uns einfach an die Info-Ad gewendet und gefragt, ob wir ein paar Produkte als Testbestellung haben könnten und diese dann auch später in großen Mengen für Großhandelspreise zu kaufen. Und ja, das war, glaube ich, am Anfang für die, ja, für große Unternehmen, die man so kennt in der Branche, ich glaube, ja, nicht so passend, aber wir haben die dann noch mit so einer ganz normalen E-Mail angeschrieben. Wir hatten damals eine E-Mail, die nannte sich Selling-Alex und ja, war natürlich nicht sehr professionell, aber wir haben trotzdem ein paar Rückmeldungen bekommen, auch von größeren Unternehmen und da hatten wir dann auch unsere ersten Kontakte. Ja, wie geht man denn in so einen Vertrieb überhaupt rein? Wie spricht man die an? Und ja, da konnten wir schon einiges lernen. Natürlich sind da jetzt nicht die großen Umsätze durchgekommen, aber wir haben schon mal erste Erfahrungen gesammelt und ja, so können wir uns auf jeden Fall rantasten. Das war ein tolles Learning, was du gesagt hast, die Webpräsenz. Wie tritt man an den Großhändler heran? Wenn ich es zum Beispiel heißen würde, sowas hatte ich nämlich auch mal im Coaching, pinklady90 und dann @hotmail und weiter sage ich nicht mehr, dann ist ja logisch, dass der Großhändler dich finanziell abzieht. Also es ist einfach nur Fakt. Sondern du brauchst auf jeden Fall eine saubere Webpräsenz für viele Großhändler. Das verschweigen auch sehr, sehr viele, obwohl es eigentlich nicht wirklich teuer ist. Brauchst du sogar eine Landingpage, eine Webseite, wer du bist, was du machst.
Es geht nicht darum, dass du eine ganze Geschichte erzählst, aber zumindest ein paar kleine Basics. Und ich muss ehrlich sagen, diese Strategie, die du anwendest oder angewendet hattest, habe ich auch angewendet bei Philips und bin sehr weit gekommen bis zum letzten Schritt. Das erzähle ich mal hier, weil das wissen die wenigsten. Ich habe mal Philips angeschrieben. Die ganzen Kontakte waren ja durch Medienmarkt, durch meine Ausbildung ja da. Ich wusste auch, wen ich anschreibe und ich bin sehr weit gekommen. Ich war selber verwundert. Nur der letzte Step hat nicht funktioniert. Ich sage jetzt, was passiert ist. Die haben mir eine Liste geschickt. Tolle Angebote, tolle Preise. Ich war begeistert. Oh mein Gott, das darf alles nicht wahr sein. Mindesteinkaufsmenge, 130.000 kriege ich hin, mache eine Einkaufsgemeinschaft, alles kein Problem. Hab ja genug Kunden, die Geld verdienen, wir können zusammen einkaufen. So. Dann irgendwann ging es darum, den Vertrag zu unterzeichnen. Und die Firma sagte, wir kommen zu euch vorbei. Ich sage, ja, sehr, sehr gerne, kommen Sie vorbei. Wir machen das Ganze fix. Ich wollte schon Catering engagieren, alles. Ich war so glücklich. Und die sagten, ja, wo genau befindet sich denn jetzt euer Laden? Ich dachte, ja, unser Lager befindet sich an der Adresse, das war damals die Longreicher Straße, in Köln. Und die sagen, Herr Sapper, wir reden nicht von Ihrem Lager, wir reden von Ihrem stationären Laden. Und das war, ja, mein persönlicher Fehler. Die Bedienung, das stand auch ganz klein im Kleingedruckten natürlich im Vertrag, du musst ein stationärer Händler sein. Darum sage ich immer wieder, wenn du an gute Einkaufspreise kommen möchtest und du hast halt vielleicht am Anfang, so wie wir alle, nicht viel Geld, dann versuch doch mal eine Einkaufsgemeinschaft oder eine Kooperation zu machen mit einem Experten, mit einem Medienmax oder generell mit einem, ja, soliden stationären Händler. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg, der ist kostenfrei, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Die Erfolgschance ist irgendwo bei 10%. Ich habe einen Kunden im Coaching, da funktioniert das reibungslos. Das sind so Kaffeemaschinen aus der Türkei zum Beispiel. Aber du musst in diesem Business halt kreativ sein. Sehr cool. Würdet ihr generell das Online-Arbitrage-Business weiterempfehlen? Oder würdet ihr sagen, nee, weil sehr viele sagen ja, es ist kein Platz mehr für einen neuen Händler. Was sind so eure Erfahrungen in den letzten 12 Monaten? Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man wirklich selbstständig werden will, ist das eine sehr gute Möglichkeit, das auszuprobieren. Weil es ist halt eine Entscheidung, wenn man sich selbstständig macht oder es ist jetzt nebenberuflich, neben einem Job macht wie wir, aber es ist halt was ganz anderes. Du musst dich um alles kümmern, du bist selber der Chef, sage ich mal. Und deswegen ist es auch für viele nichts, die einfach immer nur ihren Arbeitsablauf haben und wissen, was sie da machen. Deswegen wäre das eigentlich schon mal die erste Entscheidung, die ich dann treffen würde. Möchte ich überhaupt, ja, selber denken klingt jetzt doof, aber doch, ist ja so, selber Entscheidungen zu treffen, die dann auch meine Zukunft oder mein Geschäft beeinflussen. Und dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Was sagst du, Lea? Also ich finde, der Markt ist jetzt noch nicht zu überlaufen. Also man muss sich einfach nur bestimmte Produkte raussuchen, eine Nische finden, selber den Markt ergründen und dann kann man auch weiterhin erfolgreich damit werden. Und ja, nicht umsonst sind viele Leute sehr groß damit geworden und ich finde, ja, der Handel, der hört nie auf. Es wird immer mehr produziert, es kaufen immer mehr Leute ein und ich denke mal, das wird auch zukünftig so sein und deswegen schätze ich das immer noch sehr gut ein. Vor allen Dingen, wenn auch, egal, wenn jetzt viele Seller dazukommen, weil es wird irgendwann, auch wenn der Preis so weit runtergeht, irgendwann verdient halt keiner mehr Geld und irgendwie kann das halt auch nicht jeder durchhalten. Das heißt, es wird mal Phasen geben, wo alle dann drauf sind und dann werden wieder Leute aufhören und dann ist der Markt wieder da, so wie es auch mit Aktien ist. Die sind mal sehr hoch, dann sind die wieder niedrig. Genau. Das heißt, man kann immer eigentlich Gewinn machen und man sollte halt nicht auf Listings gehen, wo alle drauf sind. Das heißt, es gibt genug Listings, wenn du dich damit beschäftigst und guckst, wo 50, 100 Sales, das wird dir jetzt immer bei Amazon angezeigt, das ist ja mega, ich finde das richtig cool, dass Amazon dieses Feature reingeht. Kann man das einblenden, Alan, dass man das sieht? Hier 100 Verkäufe und so bei einem Produkt, du weißt es ja. Ich habe da schon so viele Produkte gefunden, wo da nur 3, 4, 5 Leute drauf sind und wo 50, 100 Sales, wo man dann einfach nur noch sourcen muss. Heute, das war ganz witzig, da haben wir so ein Produkt angefragt und da hat uns die Großhändlerin angerufen, fand ich auch eine coole Story, weil die hat damals Amazon Avendor gemacht. Wow. Und die waren sehr erfolgreich. Die hat gesagt, wir hatten da richtig gute Sales und die waren halt nicht so zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Amazon und die haben mich gefragt, ob ich für die halt sozusagen das übernehmen möchte und das Warum ist nicht? Halt sehr cool. Also was ich damit sagen will, ist einfach, schreibt einfach Großhändler an, versucht es, schreibt die Marke an, ey, an welche Großhändler verkauft ihr und dann wird irgendwann die Ergebnisse kommen. Natürlich, dauert halt, aber früher oder später irgendwo landest du ein Glückstreffer, definitiv. Oder lass dich, wenn du bereits jetzt schon 2, 3 gute Großhändler hast, lass dich auch mal weiterempfehlen. Auch auf diese Idee kommen die wenigsten, verstehe ich nicht. Frag doch einfach, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der stellt dir Tassen her oder verkauft dir Tassen. Kein Problem, kannst du mich weiterempfehlen, jemand, der mir vielleicht diese Fernbedienung hier verkauft. Übrigens ein tolles Produkt,
Ich sehe hinter mir immer die Dubai-Therapie und möchte bald wieder in den Urlaub. Ja, ihr habt ja gesagt, ihr macht das Ganze nebenberuflich. Wann kommt denn in euren Augen der Schritt, wann ihr das Ganze in Vollzeit betreiben wollt? Also natürlich muss der Gewinn am Ende des Tages stehen. Deswegen ist es da noch relativ offen. Also mal gucken, wo der Weg hinführt. Langfristig ist es halt auch ein gutes, es kann ein sehr gutes Nebeneinkommen sein, weil man muss ja auch bedenken, dass man auch für die Rente irgendwas vorbereiten muss. Ne? Also die Rente existiert ja in dem Sinne nicht mehr so, also man kriegt nicht mehr so viel. Das heißt, das wäre dann halt auch eine Option. Aber man kann dann natürlich auch, je nachdem, wie das Wachstum voranschreitet, muss dann halt irgendwann auch der Step kommen, zu wechseln. Ja, also wir haben das ja jetzt eigentlich so als Hobby eher gestartet, um nebenbei noch ein bisschen Geld zu verdienen und ja auch in die Selbstständigkeit zu schnuppern, weil es das wirklich schon immer interessiert hat und wir uns auch immer selber Finanzthemen unterhalten und generell die ganzen Sachen, die man noch erreichen kann. Und da sehe ich eigentlich auch sehr großes Potenzial für die Zukunft. Aktuell ist der Gewinn natürlich noch nicht so groß, dass man davon leben könnte, aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Sehe ich sehr ähnlich, denn ich finde, nehmen wir mal an, du machst jetzt, oder du bist jetzt mit 10.000 Euro gestartet, ja, Startkapital. Wirklich Spaß, meiner Meinung nach, macht es, wenn du aus diesen 10.000 Euro 40.000 Euro machst, ja, und dann siehst du, verdammt nochmal, aus 10.000 Euro habe ich innerhalb von kurzer Zeit 40.000 Euro gemacht und erst dann damit zu wachsen. Man muss ja auch ehrlich sein, natürlich kann man davon aktuell jetzt noch nicht leben, denn wir müssen das ganze Geld reinvestieren. Das kennst du ja selber aus dem Money-Spiel von Robert Kiyosaki, der war ja vor kurzem hier in Stuttgart. Ein paar Kunden von uns haben ihn sogar privat getroffen, finde ich sehr, sehr cool. Hätte ich gerne auch gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, wir auch. Ja. Ja? Wart ihr da? Nein, nee, aber wir sind sehr, sehr großer Fan. Wir haben auch das Cashflow-Spiel zu Hause und ich glaube, ja, das ist auch so ein super Einstieg, ja, wirklich zu lernen, wie man mit Finanzen umgeht, wie man Investitionen tätigt und ja, gerade sich in der Finanzwelt erstmal so ein bisschen groben Überblick zu machen. Ich finde, das ist sogar auch nochmals der One, oder? Dass man sich so ein bisschen mit den Finanzen beschäftigt, zum Beispiel Richard Poor Dad liest oder Der reichste Mann von Babylon oder was auch immer. Da gibt es so viele tolle Bücher. Und dann zu sagen, okay, das ist was für mich und dann erstmal versteht, wie das ganze System funktioniert. Und ja. Übrigens, sehr cooler Einstieg. Du hast ja gerade das Spiel Money Game angesprochen. Tolles Produkt gewesen für Amazon. Habe ich für 99 US-Dollar in den USA erworben von einem Großhändler. Und das geht jetzt, Stand jetzt, soweit ich weiß, für 200 Euro oder für 250 Euro weg. Ich weiß es nicht genau. Bitte nagelt mich nicht fest. Aber tolles, tolles Produkt und auch tolles Spiel. Habe ich privat auch mal gespielt. Habe immer gewonnen. So gehört sich das. So, was sind eure abschließenden Worte an unsere Zuschauer da draußen, außer dass ihr natürlich um Gottes Willen diesen Kanal hier abonnieren sollten? Ja, also ich würde sagen, man muss sich einfach ausprobieren. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwerer und wenn man dann schon gute Erfahrungen gesammelt hat, dann kann man sich ja auch professionelle Hilfe suchen. Gerade wenn es um Großhändlerkontakte geht, da kann man ja auch sehr viel falsch machen und auch viel Geld verlieren. Deswegen sollte man da am Anfang vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein oder auch sich direkt professionelle Hilfe suchen, um da einen geeigneten Großhändler zu finden, mit dem man gute Gewinne erzielen kann. Ich kann nur sagen, wenn man Angst hat, am Anfang zu starten, sei es die Gewerbeanmeldung, was auch immer, einfach mal ausprobieren. Es kann nicht viel passieren. Ich weiß nicht, Gewerbeanmeldung, 50 Euro hat das gekostet. So viel, 20 Euro bei uns. 20 Euro, aber du musstest noch Führungszeugnis, Gewerbe, Registerauszug, das ist halt noch alles, was dazukommt. Aber probiert es einfach aus, testet euch aus. Und je mehr Videos ihr guckt, desto mehr Erkenntnisse habt ihr und desto einfacher wird das dann auch. Man sieht öfter die Amazon-Plattform in den YouTube-Videos. Man wächst schon so ein bisschen mit den YouTube-Videos rein. Es gibt so viel Informationen, die man sich einholen kann. Und so viel Risiko hat man am Ende dann auch nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr euch direkt ein Lager holt für 10.000 Euro, einen Firmenwagen und so weiter und dann müsst ihr die ganzen Kosten tragen. Es ist halt echt nur 39 Euro für Amazon und dann die Produkte, die investiert, plus halt noch die Software, die man am Anfang auch nicht eigentlich direkt braucht. Deswegen kann man es einfach mal starten und einfach mal Erfahrungen sammeln. Oder mit Online-Deals anfangen und damit. Oh, Online-Deals, genau. Stimmt, das wäre eigentlich doch das Allerbeste. Du kannst mit Online-Deals anfangen, du siehst sofort Ergebnisse, entweder gute oder schlechte, aber zumindest siehst du irgendwas, du siehst Bewegung, das ist das Wichtigste. Ja, vielen Dank für das Gespräch von euch beiden, hat mich gefreut. Wir sind hier in Monheim und wir machen dasselbe Interview nochmal in einem Jahr und dann schauen wir, wo die Reise uns hingeführt hat. Ich hoffe, wir sind dann immer noch in Monheim und nicht in Dubai.